Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 17. Ja, wir sind hier wieder auf der Ebstorfer Heide und Gerd ist gerade am Land zurecht machen. Wir wollen Raps sehen. Ja, schön mit dem 313er, da kennt er sich ja mit aus. Das läuft, würde ich sagen. Sieht gut aus, wa? Was machst du denn? Immer schön auf die Wiese drauf, ne? Ja. Gut, wir wollen jetzt Raps sehen. Ich sehe, er kann zurecht machen. Und ja, gucken, wie es geht. Ja, die habe ich mir auch gebraucht zugelegt. Oh. Na, jetzt hat er einfach gepackt. Die habe ich mir auch gebraucht zugelegt. Ich glaube, was habe ich bezahlt? 4,5 oder so. Also 4,500. Naja, ja, Ernte ist fertig. Hier seht ihr mal alles, was hier so steht. Wagen, Knochenwaren, Spritze steht da hinten. Drescher steht hier. Aber der steht dann auch irgendwann woanders. Also, ja. Da stehen jetzt zwei neue Kipper. Der eine hinten für 5.600 € habe ich ihn gekauft. Ist rapsdicht, ein 8-Tonner. Vorne steht ein 14-Tonner. Das ist alles HW80 hier, ne? 14 Tonner, Aurapsdicht. Was kostet, was hat er gekostet? Ich glaube 7 oder so. Aber alle noch in sehr guten Zustand. Ne? Der vorne hat schön breite Reifen drauf. Hinten, ja, das ist auch in Ordnung. Ja, hiermit wollen wir dann gleich sehen. Hier steht der 644 mit dem Überladewagen, wo Saatgut drin ist. Ja, hier liegen noch ein paar Ballen. Schön so aufgesetzt. Ne? Hier, dass die auch nicht umkippen können. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, schön mit der Amazone D. Ach, D9, ja genau, D9, 3000, also der Amazone mit D9 und dann 3000, heißt 3 Meter. So, Klappe auf. So, siehst du, Raps. Dann los geht's. Ja, der 12,4, was war's? Der 12,55, der ist noch in der Werkstatt. Gucken, was damit ist. Das dauert noch ein bisschen, denke ich. Die warten dann noch auf Teile. Und ja, so lange haben wir den schönen 313er. Der geht ja auch gut. Kein Problem mit. Er hat natürlich so einen Schlepper, das wäre dann mal ein Traum. Ne, der wäre käme dann hier für den hier wahrscheinlich und ja, der würde dann als Frontlader-Schlepper eingesetzt. So. Legen wir mal los. Ja, hier kann ich schon ganz gut fahren, ne? Das läuft, das ist ja alles gut hier zurecht gemacht. Mit dem Kompaktor, der macht das ja immer schön fein. Das passt. Da muss ich mich nicht beschweren bei der Sache. Ja, so. Das passt vom Vorgelände her. So, wir drehen das alles, also wir säen das alles auf 15 Meter. Das heißt, wir machen die nächste Spur eine Fahrgasse rein. Ja. Da passt das. Das geht hier natürlich mit der Sämaschine, mit dem Schlepper ohne weiteres. Die braucht ja nicht viel Kraft. Die ziehst du mit 2,50 m haben wir in echt mal mit
Also genau so eine, halt 2,50 Meter Arbeitsbreite mit 40 PS. So, Fahrgasse wird gemacht. Dann geht's los. Ah, der 313er, der rollt natürlich, ne? Das passt. Aber das macht echt Spaß, also. Das läuft. Jo, Anneliese, die ist im Moment noch in der Küche. Die, ja, macht den Teller vom Mittagessen weg. Heute gab's Kassler. Kassler. Jo, für die ganze Familie 2 Kilo. Verwandten kamen heute auch ein bisschen Erntedank, ne? Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ein bisschen was muss ja noch geerntet werden. Das war der Mais. Hier drüben, der muss noch gehäckselt werden. Das ist auch noch unser Stück. Gibt es zwar nicht viel, weil es so ein Feld ist, aber wir brauchen halt auch Mais. Und ja, nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall mehr machen. Ich denke mal, ich muss jetzt auch noch von irgendeinem Bauern ein bisschen Mais zukaufen, weil das wird uns nicht alle reichen. Und ja, ne, Viecher dürfen ja nicht hungern. Wir haben ja die Grassilage. Ein Silo voll, da habe ich mir mal ja da vorne bei dem Silo habe ich mir ja mal einen Ladewagen geborgt. So, dann haben wir die Silo-Ballen, aber da müsste ich zu viele machen. Das heißt, nächsten Jahr müssten wir wahrscheinlich selber dann entweder Weidemann einen Ladewagen mieten oder wir müssten ja, ne, wir müssten einen kaufen, aber erstmal einen kleinen, wenn also. Entweder einen größeren Einachser oder einen kleineren Zweiachser. Aber ich denke, oder wir kaufen einen zusammen mit irgendjemandem, einen größeren Zweiachser. Der kann dann an Deutz, aber mit einem größeren Zweiachser, das war ja ein Bergmann, den ich hatte, damit hat er Deutz schon richtig zu knurren gehabt. Also da war er am Limit. Das Schöne ist, bei den Rollschalen, wenn du rückwärts fährst, den kannst du ihn nicht vollfahren. Wie bei uns, wir haben noch hinten diese. Das sind keine Rollschare, das sind. Ach, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall, das ist hinten so eine Klappe dahinter, wenn du rückwärts fährst, dass die dann eigentlich davor klappen, damit das Seerohr nicht verstopft wird von der Erde. Aber das Problem ist, die gleiten ja dann immer, die wackeln ja dann immer auf dem Boden entlang. Dahinter und wenn die oben sind und du fährst einen Ticken zurück, dann sind sie voll und das merkst du teilweise gar nicht, dass du ein bisschen zurückrollst. Das ist, da hast beim Fendt hast du das gemerkt, bei dem kleinen, bei dem 40, also 38 PS, da hast du das gemerkt, dass du zurückgerollt bist. Aber jetzt mit dem Akrotron, nee, merkst du nicht wirklich. Naja, aber geht bisher, ist es glaube ich nur. Die Sämaschine haben wir, glaube ich, jetzt insgesamt. Die sieht noch relativ neu aus. Die haben wir insgesamt, glaube ich, jetzt schon über 10 Jahre. Und ja, da ist es, glaube ich, einmal passiert. In der Sommergerste ist es einmal passiert. Das war hier Schaltjahr, glaube 2012. Da ist im Winter alles verrottet und ja. Musste neu gesät werden. Und da war die Sommergerste spitze, also so. Bombige Sommergerste hatten wir noch nie gehabt. So, wann muss ich denn jetzt eine Fahrgasse machen? 1, 2, 3. Nee, oder doch, glaub schon. Ach, jetzt habe ich hier natürlich kein GPS dran, habe es mir nicht gemerkt. 1, 2, 3. Ich glaube, wir sind dreimal. Ja, klar, ist ja logisch. Einmal hoch. Ne, erst bei der anderen Fahrt, da müssen wir eine machen. Oder ne. Ach komm, wir machen eine und dann beim nächsten Mal zählen wir. Zur Not muss ich dann einfach Metallbreite abschalten beim hier fahren. So. Ja, so ist halt, ne? Ach, der ist bestimmt bei Anneliese und holt sich noch ein bisschen was zu knabbern. Er sieht, dass er Vorsprung vor mir hat, da hat er Zeit. Ist immer so. Los, Gerhard, komm, abfahren. Wir wollen dreschen. Oh, er will nur eine halbe Stunde auf dem Sofa liegen bleiben. Mitten in der Ernte. Ist immer so. Nichts Neues. Naja. Nichts Neues.
Naja, so ist das. Ja, Anneliese, die hat das damals hier, dann mit dem 1255 und der Ege, wir hatten dann so eine, aber nur, ich glaube, dann 3 Meter oder 2,50 hatten wir dann mal gebohrt und ja, die hat sie dann mit dem 1255 immer gezogen, das hat die gemacht. Aber mit dem neuen Vario-Kram, da kennen die sich ja auch nicht aus, oder das muss mir der noch beibringen. Ist halt alles auch nicht mehr so einfach, der das beizubringen. Ja, ich glaube, wir hätten da echt nur 3 gesät. Ja, wir hätten noch einen. Naja, was soll's. So, pass auf. Na, wo bleibst du denn? Der holt sich bestimmt bei der Rode Wurst oder irgendwie sowas. In allergrößter Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. So, weiter geht's. Ja, die Ernte war an sich gut. Wir hatten gute Hektolitergewichte. Ja, gemacht. Die waren ganz gut und oh, mit 70, ich glaube mir das erste Mal 72, das ist natürlich bombenmäßig, das sind richtig 1A-Körner. Nebenan war beim Landhandel, da war einer, der hat ein Gerste hier mit einem Hektolitergewicht von 58 abgeliefert. Ich glaube, irgendwie 68 sollte sie haben. Hat er erstmal gut Abzug gekriegt. Ja, was hast du denn aber dafür eine Spatdüngung gemacht, habe ich gesagt. Ah, er hat gemeint, es würde bei seinen sandigen Böden an Wasser mangeln. Das habe ich ihm aber nicht abgenommen. Nee, nee. Na Gerhard, aber so langsam müsstest du auch mal wieder kommen, ne? Naja, was soll's, ist immer so. Naja, wenn der zwei Bahnen gefahren habe, habe ich erstmal kurz wieder zu tun, bis ich das aufgeholt habe. Aber hier, wenn ich 14 km/h mit der Sämaschine fahre, was nicht unrealistisch ist, dann passt das, dann läuft das. Ist vielleicht ein bisschen schnell, also Zähne, aber wenn es gut zurecht gemacht ist, da kannst du Gas geben. Ich glaube, ich vertue mich hier gerade richtig mit den Fahrgassen. Eins, zwei, drei. Nee, ich vertue. Passt. Jetzt eine hoch und dann ist gut. So. Auf hier geht's. Das holen wir nach. So passt das. Ja, liebe Leute, ich sag dann aber mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin, macht's gut. Euer Janni. Ciao.